Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Donkey Kong Country 3 mit dem Necrocon. Servus, hallo und willkommen auch von meiner Seite. Ich bin dran mit dem Lenken im letzten Part. Nudel, kannst du euch kurz erzählen, was geschehen ist? Wir haben Squirt besiegt. Ja, und haben jetzt einen Shear bekommen und holen uns jetzt den nächsten. Genau. In Mechanos. Ein kleines Wortspiel, so mechanisch Mechanos. Und das Level heißt Nudel? Feuerballknall. Die kann das einfach besser. Die macht das immer mit einem leichten Grinsen. Ich grinse auch wirklich. Das hört man. Das ist wahr. Man hört es, wenn Leute lächeln. Ich Hallo, muss Vogel. Sagen, die Level gehören auf jeden Fall zu meinen Lieblingsleveln. Einfach aus dem Grund, weil sie A, schöne Musik haben, besser als sonst. Und weil... Wow! Oh, Lava! Ja, da sollte man nicht rein. Weil es natürlich auch sonst optisch sehr viel zu bieten hat. Hier müssten wir auch wahrscheinlich auf... Na, wie heißt der? Wie heißt die Spinne? Squawks war der Papagei. Genau, das haben wir uns jetzt gemerkt. Vielen Dank übrigens an unsere Abonnenten, die uns da tatkräftig unterstützt haben. Dankeschön. Squirtle. Genau. Heißt der, weil ich habe den Papagei letztes Mal als Squirtle bezeichnet. Hallo, Biene. Da warte ich noch ein bisschen. Also ich mag so mechanische Level, dieses mechanische Design eher nicht so. Okay. Da bin ich eher naturbelassen. Die Level sind, glaube ich, auch so ein bisschen schwieriger, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich finde auch die Idee einfach, man muss sich das einfach mal im Kopf zergehen lassen, eine Eule, die mit Metallbällen nach uns schießt. Ja. Ja, dass sie überhaupt so eine Kanone trägt. Ich finde aber, die Augen sind einfach zu heiß. Ja, die sind toll. Oh, ich dachte schon. So, das war jetzt Absicht. Also nicht der erste Sprung, der zweite. Da warte ich noch. Kann der runter? Ja. Hanna. Oh, fuck. Aber hey, die Eule ist weg. Wenigstens das. So. Und die Halbzeit schon passiert. Ihr seht ja schon, ich spiele viel vorsichtiger. Ich habe einfach keinen Bock, so oft drauf zu gehen. Hier klatsche ich kurz ab. Nudel, das ist für dich. Nein, abklatschen. Nein, nicht Huckepack, sag mal. Select. So. Ich weiß nicht, darunter? Hier war auf jeden Fall. Triff mich nicht. Lass dir Zeit. Achso, hier sind Plattformen, okay. Also ich war mir da gerade einfach nicht sicher, ob da irgendwie Plattformen sind oder. Oder nicht. Und auch hier würde ich eher schweben. Also es kann sein, dass wir irgendwann unten in die Lava oder sowas landen. Dass wir nur sehr, sehr wenig Platz haben. Dann links zum Beispiel. Also da kommen wir, glaube ich, nur noch mit Huckepack hoch. Sollen wir da hin, oder? Die Frage ist, was passiert dann da? Muss ich da nur einmal springen? Also wir müssen da quasi runterrollen und das musst du mich wahrscheinlich machen lassen. Also erstmal musst du mich da hochwerfen, ne? Ich weiß nicht, ob du oben nicht drauf gehst. Ich kann es nicht versprechen. Ich weiß auch noch nicht mal, ob da genug Platz ist. Ich mach's jetzt einfach mal. Ja, das reicht. Und das müsste jetzt dann quasi so aussehen. Du kannst in der Luft springen. Das ist ultra cool, Mann. Jetzt kommt übrigens einer meiner Wissensfacts zutage. Das sollte eigentlich... Ach, da haben wir ihn doch schon. Den Squiddle. Squiddle. Oh, du kannst sie ja lenken. Ja, genau. Es sollte eigentlich... das sollte ich vielleicht auch noch machen. Sollte eigentlich ein Bug sein. Haben sie später nicht rausbekommen und haben dann gesagt, okay, wir verkaufen das offiziell als Fähigkeit. Den Doppelsprung meinst du jetzt, ne? Genau. Also das sollte eigentlich nicht ins Spiel finden, weil das natürlich total unrealistisch ist. Wollen wir links lang? Nee, da... Da kann man die Spinne noch benutzen. Ich weiß es nicht. War rechts lang nicht mehr. Ja, aber hier sind wir, glaube ich, gelandet, oder? Ja. Genau, so. Ich habe jetzt verloren, muss es nicht nochmal haben. Okay. Komme ich da drüber? Ja, aber bei mir sagen, komm, machst du nochmal. Du bist so fies. Ja, ich darf das. So. Dafür springst du jetzt in die Wespe rein. Oh, das, du hörst ja auf mich. Ich tue alles, was ihr wollt, Gebieterin. Oh Gott! Und auf jeden Fall, es gibt sehr viel zu Rare zu sagen.
Ich denke, da wir in einer technischen Umgebung sind, werde ich damit auch gleich anfangen. Dann kann sich Noodle aufs Spielen konzentrieren. Ja. Und zwar, Rare waren eigentlich nur zwei Brüder damals, als sie angefangen haben. Ich hab's gehört. Und ja, ich bin hier irgendwo. Da. Genau. Und die haben es quasi geschafft, den Nintendo-Code zu hacken, damit sie Spiele programmieren können. Und Nintendo hat halt am Anfang damit geworben, dass ihr Code unknackbar sei, wie es halt so ist, nicht wahr? Und plötzlich kommen die zwei daher, ach übrigens, wir haben ein Spiel programmiert. Auf einer Konsole, die eigentlich fest war, also fest verankert in der Programmsprache. Und nicht nur das, sie haben nämlich es auch geschafft, 3D-Grafik zu implementieren. Die haben einfach Sprites abfotografiert. Ach. Und viele haben halt damals gesagt, wie 3D-Grafik, das geht doch gar nicht auf der Konsole. Und die haben eben diesen Trick verwendet, dass sie diese Bilder genommen haben, eingescannt haben und haben es einfach drüber gelegt. Ach Mist, entschuldige. Okay, deswegen bin ich ja da. Ja. Und deswegen hat Nintendo dann gesagt, okay, die müssen wir engagieren, weil die Jungs sind gut. Hm. Schade, dass Rare jetzt nicht mehr bei Nintendo ist. Ja. Oh, das ist ja super. Komm, 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 komm. Yeah! Fall ich da nicht in die Lava? Okay. Wie viele sind da? 4, glaube ich. Mhm. Aua. Na, Subi. Aber wir hatten den Mittelpunkt. Ja, jetzt können wir wieder durchrennen. Feuerballknall ist ein absolut passender Name für dieses Level. Wieso alles in dem Spiel? Es passt halt. So, schön Bananen einsammeln für Leben. Ach, mich ärgert das nur. Wir haben uns so viel Mühe gegeben und waren jetzt so schön vorsichtig. Und dann das. Ja. Naja. Ansonsten gibt es zu Rare, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Die arbeiten derzeit an einem neuen Killer Instinct. Das wird nicht vielen Leuten etwas sagen. Das ist ein Beat'em Up und das kommt eben auf der neuen Xbox raus. Microsoft. Aber die haben ja jetzt das DRM entfernt, also wollen sie entfernen, diesen Online-Zwang und alles. Richtig, das habe ich ja in meinem Necrotalk gesagt. Ja, die wären sonst am Arsch mit ihrer Konsole, ganz einfach. Ja, ist so. Also viele Leute sagen, oh, guck mal, die steuern zurück und rudern zurück. Das machen sie nur für die lieben Kunden. Jein, sagen wir es mal so, sie machen es für ihren lieben Geldbeutel. Ja, glaube ich auch. Das hat auch der David bei Giga gesagt und ich bin genau derselben Meinung. Ja, ich glaube auch, dass, was mich auch so ein bisschen aufregt, ist, dass die Leute von Next Gen reden, aber immer PlayStation 4 und Xbox in den Mund nehmen und die Wii U so vollkommen gar nicht als Next Gen wahrnehmen. Ja. Das finde ich nicht richtig. Finde ich auch nicht. Und viele sagen auch, da kommen sind eh kaum Spiele auf dem Markt und werden auch nicht kommen. Aber beim 3DS war es genauso. Da war am Anfang fast gar nichts auf dem Markt und jetzt hauen sie alles raus und auch richtig gute Spiele. Richtig. Und das wird auch bei der Wii U so sein. So sehe ich das zumindest. Also ich sehe es nicht nur so, ich hoffe es auch. Vor allem Satoru Iwata, der Chef von Nintendo, der hat quasi verlauten lassen, dass Nintendo sich ein bisschen zurückbesinnen soll. Und da warten wir Gamer ja schon lange drauf, dass die endlich wieder ihre Marken rausbringen. Oh Gott, das schon wieder. Okay, hier halte ich einfach mal kurz die Klappe. Und es scheint zu klappen. So. Ah. Yay! Gut. Oh, wir waren kurz vorm Ziel. Wie ärgerlich ist das denn? Ich sag doch, ich merke sowas, wenn man kurz vorm Ziel ist. Und sowas regt mich einfach auf. Wir haben hier eine neue Hütte, die gehört Bazooka. Was für ein cooler Name. Bom. Er sieht doch so aus. Stillgestanden, Dixie. Leutnant Bazooka, nimmt die Parade ab. Wegtreten. Ich habe die Kremlins meinen Mann gestanden. Die dicke Dora und ich, wir waren einfach unzertrennlich. Wer die dicke Dora ist, sie war die größte und schärfste Kanone im Land. Eine wahre Schönheit. Du willst die Kanone abfeuern? Klappt nicht ohne Munition, leider. Die dicke Dora. Die Mathilda. Alliteration. Wir brauchen die tatsächlich, aber was will er dafür? Wir brauchen irgendwie eine Kugel oder sowas. Ja, was zum Abfeuern. Nehmen wir dich. Kanalrohrterror. Genau. Oh, oh. Wie wir einfach beide so richtig so scheiße. You're fucked.
Wir wissen, nein, wir wissen, was abgeht. So, wie geht das hier? Ach so. Kannst runterspringen. Okay. Nein, okay, Gott, nein. Ich hasse Lorenlevel. Ich hasse sie. Abgrundtief. Das macht Donkey Kong aber auch aus und es gehört, glaube ich, zu den schwersten Leveln in einem Donkey Kong Country. Ja, definitiv. Und habe hier zufälligerweise ein Fass gefunden, ein Bonusfass. Hm. Okay, so viel zum Thema, wir besiegen alle Gegner. Man kann ja auch gleich drauf gehen. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Hauptsache, ich bin wieder da. Richtig. Oh. Ich bin wieder weg. Oh, ich weiß noch, wie der Nefi und ich uns im ersten Teil so schwer getan haben damit. Oh, boah, Gott, ich dachte, ich hätte es fast verfehlt. Ach, Mann. Wir haben uns so schwer getan mit den Loren, wir haben das sogar rausgeschnitten, so lange haben wir gebraucht. Nein. Doch. Es war echt hart. Also hier könnte man rein theoretisch runterfallen. Wir machen das natürlich nicht und ich hoffe, dass ich da nicht drauf gehe, wenn ich Nudel befreie. Bisher sieht das alles sehr gut aus, fast schon professionell, möchte man meinen. Und spring da drüber. Ah, da war es vorbei. Hm, ja. Schade. Ich hab's versucht. Ja. Da weint sie in der Grube. Ah, Terror trifft's doch ganz gut. Ja. Aber hey, wir hatten das Speicherfass. Das ist schon mal positiv. Ja. Auch wenn das Wort Po drin steckt. Eigentlich habe ich den getroffen. Warum bin ich da jetzt draufgegangen? Millimeterarbeit. Ich hoffe, du sammelst mich jetzt auch ein. Yeah. Ja. Super. Oh Gott. Ja, bitte. So, hier musst du jetzt hochspringen. Perfekt. So, dann haben wir das Schlimmste ja schon überstanden. Ah, Fu. Was? Afu? Halt A. Fu. Wow. Komm schon, nein! Oh. Man rechnet manchmal nicht damit, dass man oben hängen bleibt, ne? Man sieht das nicht so richtig. Nee, das ist auch nicht wirklich alles Absicht. Das ist wirklich blind, was wir hier treiben. Aber ich wäre fast über dich rübergesprungen. So ging es mir am Anfang auch. Aber diese Level bestehen ja eigentlich nur darin, dass man sie auswendig lernt. Das war eben früher so, dass man weiß, okay, bei diesem einen, wie soll ich es jetzt nennen? Kanaldeckel, nenne ich es genau das hier, muss man eben draufspringen. Oh Gott! Genau hier war das und... Ja. Jetzt hat mich natürlich der Tod von Dixie ein bisschen rausgebracht, weil... Na. Sie lief noch darum. Alles ausreden. Ausreden. Und hier nicht springen, genau. Aber hier! Das war jetzt gut, wenn man sich selbst spoilert. So, hier sollte ich eigentlich nicht drauf gehen, ich tue es aber mal trotzdem. okay, das war jetzt Zufall, ja? Scheiße. Jetzt verbraten wir tatsächlich alle unsere Leben. Vielleicht ich hab's vorausgeahnt. Ich glaube, jetzt sehen wir den Game-Over-Screen doch noch. Ah, bei Rio und mir im zweiten Teil von Donkey Kong war das genauso. Wir haben uns da auch in dem Loren-Level total verzettelt. Ja, das war das mit dem Geist auf dieser Achterbahn. Ja, die ist aber auch wirklich schwer. Und das ist kein Loren. Ach, komm, spring. Oh nein, das klappt wirklich nicht. Wenn man hier drauf geht, dann war es das. Das ist ja auch keine Lore, das ist ein Schlitten. Ein Bob. Ein das Bob Prinzip in einem ist Kanal. Gleich. Das reicht mir schon. Des Todes. Genau. Ich glaube, meine Augen, die schielen gerade so von links nach rechts. Weil man sich versucht, auf alles zu konzentrieren. Wo sind die Buchstaben? Wo sind die Bananen? Hier muss er jetzt nochmal springen. Jetzt. Okay. Oh. Das, denke ich, ist die schwierigste Immer Stelle da. In einem ganzen Ding, oder nicht? Oh Gott. Ich dachte auch schon, ich hab's zu Ende gesehen. Was ist das? Sterne sammeln. Nein! Da war einer. Ah, super, schön, klasse. Geil. So, okay, aber viel wichtiger ist, dass ich das jetzt hinkriege. Oh, runter. Oh, runter. Ja. Nein. So, links war dieser... Oh, komm schon. Oh, mein Herz. Todesschreie. Boah. Und wer macht den Punkt? Wer macht den Punkt? Wer ist der Größte? Wer ist der Größte? Ich okay, sag mal nichts dazu. Ja, okay. Dafür mache ich heute mal Swanky Show. Viel Glück!
So, ich gehe dann wieder. Nein. Hier gibt es die coolsten Preise oder ich will nicht länger Swanky heißen. Mhm. Okay, Dixie, du musst sagen, welches Spiel willst du wagen? 60 Sekunden. Heute steht ein Wurfspiel auf dem Programm. Je länger du durchhältst... Na, und so weiter. Ich fresse einen Besen, wenn du mich besiegst. Hol ihn schon mal raus. Guten Appetit mit Ketchup. That's what she said. Ich find's ein bisschen blöd, dass man nicht sieht, wie viele Punkte man hat. Ja. Warum hast du das gemacht? Das ist doch spannend. Oder ist das, wer als erstes daneben wirft? Nee, ich glaube, ich habe schon daneben geworfen. Okay. Mysteriös. Das war knapp. Fast hättest du wieder daneben geworfen. Komm, mach den Alten fertig. Natürlich mache ich den fertig. Er muss einen Besen fressen. Hallo, ich bin Dixie. Das sagt ja alles. Woher kommt überhaupt die Redensart, dass man einen Besen frisst? Warum einen Besen? Weil der nicht schmeckt. Ja, aber dann eher alte Schuhsohle, oder? Das wäre ja noch ekliger. Obwohl ein Besen, der ist... Oh, ich habe trotzdem gewonnen. Ein Besen... Ohne Swankys Hilfe hättest du niemals gewonnen. Damit wischt man ja auch den Dreck vom Boden auf. Keine Ahnung. Wisst ihr, woher diese Redensart kommt? Schreibt's doch in die Kommentare. Das war echt sensational. Sensationell. Ja, sensational. Eine neue Wortschöpfung aus dem Hause Necrocon. Wunderherrlich toll.